Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 Großstadtleben. Im letzten Part, ja, da war so ein bisschen was los. Wir haben noch den Spieleabend hier gehabt, also den Besuch davon, sagen wir es mal so. Nico und Penny waren da, mit denen sind wir dann zusammen aufs Gewürzfestival. Leider war immer noch das Problem, dass ich meinen Leutchen hier sagen konnte, was ich wollte und sie irgendwie generell was anderes gemacht haben. Und ja, na gut, egal. Mir ist aufgefallen, ich habe hier letztens mal geguckt, hier ist so eine schöne Ecke. Eigentlich könnte man sowas doch als Balkon benutzen, so rein theoretisch. Aber ja, gut, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich nicht so gedacht. Ich hatte gehofft, ich finde da eine Tür und es wäre vielleicht wirklich ein Balkon, wenn man da ein Geländer anbringen könnte. Na ja, egal. Jedenfalls, die beiden liegen jetzt im Bett und schlafen seligst, nachdem Diego das Gewürzfestival gewonnen hat, also das Currywettessen, und sich ein neues T-Shirt damit ergattert hat. Und ja, mal gucken, was jetzt hier so abgeht. Die Kobolde oder Wichtel waren gerade da. Melody arbeitet bitte von daheim aus. Und wurde befördert. Was? Zu Katzenvideodreherin. Hey, das könnte ich machen. Ich habe Katzen. Nee. Sie verdient jetzt 21 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 56 Simoleons ergibt. Und hat zudem folgenden Bonus erhalten. 193 Simoleons. Blickblock signiert. Hillrock signiert, MySims Go signiert, Videospiele, Livestreamen, Schimpftiraden aufnehmen und Shoutout von Schauplatz, was auch immer das heißt, ein Shoutout, keine Ahnung. Ja, schön, prima, ist ja wunderbar, Mäuschen. Was musst du denn jetzt machen? Sie braucht immer, oh nee, sie muss jetzt 10.000 Follower besitzen. So ein Mist, das wird dauern, okay. Dann muss sie eine energiegeladene Rede halten. Warum muss man eigentlich so viel Reden halten? Naja, egal. Und mit 5 verschiedenen Sims Unfug machen. Okay. Ja, und wir haben was? Samstag. Ach so, es ist Samstag im Spiel. Okay. Energiegeladene Rede halten. Ja gut, wie geht's denn unserem Diego eigentlich? Das wollte ich auch nochmal gucken. Der schläft noch ein bisschen und muss in 3 Stunden auf die Arbeit. Vielleicht könnten wir das koppeln und beide mal von daheim aus arbeiten lassen, wenn wir eh unterwegs sind. Könnte man machen. So, dann Mäuschen, komm mal her. Dann kommst du und gehst bitte mal hier verwenden. Und dann nimmst du eine erfrischende Dusche. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Ja, abends würde ich feiern, aber nicht jetzt am Tag. Tut mir leid, Penny. Ich würde so gern mit euch feiern, wenn diese Anfragen mal wirklich zeitlich anders kämen. Ja, wir haben hier immer noch das Zeug rumstehen, was Diego eigentlich aufräumen sollte und nicht getan hat. Ich weiß auch nicht. Ich habe keinen Plan, ey. Warum das alles nicht so funktioniert. Komm her. Wo ist das Ding? So, hier, weg damit. So, dann machst du mal, guckst du mal, gibt es was zum Frühstücken? Haben wir schon was? Oder ist hier alles mehr oder weniger leer? Oh, wir haben noch Obstkuchen. Nee, den mag's aber nicht. Und einen Caprese-Salat. Auch sowas zum Frühstück geht auch mal, ja. Das müssen wir jetzt einfach mal machen. Ja, doch, das ist schon gut. Ja, wir haben so schöne Sachen. Wer läuft denn da rum? Halt, stopp, wer bist du? Sag mal an, wer bist du? Ach, der Postbote. Marcel Bach ist scheinbar unser Postbote. So wie es aussieht. Aha, interessant. Okay, gut. Und dann musst du auch aufstehen, mein Süßer. Dann komm mal her. Du wirst hier auch mal auf Toilette gehen und du tust eine nachdenkliche Dusche nehmen. Und, ja, wie gesagt, raus aus den Federn. Und dann gucken wir mal, vielleicht können wir uns endlich mal ein neues Bett leisten. Was ist, weil, ah ja, schmutzig, schmutzig. Okay. Ja, mecker mir nicht in die Ohren. Und wieso musst du vor dem Ding stehen, wenn du essen bist? Oh, Mädel, hock dich doch dahin mit deinem Essen. Ist doch viel bequemer. Hm? Ja, hast hier so einen schönen Tresen, da kannst du so schön dran sitzen. Oh, und Tantiemen haben wir auch wieder gekriegt. Sehr schön. Stimmt ja. Guten Appetit, meine Süße. So, was musst du dann machen? Erstmal eine Rede halten.
würde ich sagen. Ja, wir sind gerade energiegeladen und dann können wir Unfug treiben. Okay. Ja. Jam, 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 ja. Haben wir zwei PCs? Mal gucken. Ja, da hinten ist auch noch einer. Genau, richtig. Okay, das heißt, wenn du aufgegessen hast, räumst du bitte auf. Machst du das automatisch? Ach, das ist aber lieb. Das ist aber lieb. Und Diego muss dann auch noch was frühstücken. Du kannst dann auch so einen Caprese-Salat futtern. Jo. Und Melody geht und kümmert sich kurz mal hier um ihre Follower. Aktualisier mal bitte. Und was kannst du sonst noch machen? Werben, Witze mit Followern teilen, Anzahl der Follower, Briefe teilen. Schimpftirade aufnehmen. Willst du über das Gewürzfestival schimpfen? Ich weiß nicht, ob das gut kommt, Leute. Ich würde eher wieder Witze teilen und vielleicht noch mal ein schönes Bild vom Gewürzfestival, falls sie da eins gemacht hat. Und dann vielleicht noch mal die Anzahl der Follower überprüfen. So, und warum ist dir jetzt unwohl? Oh, dieses Magenkrummeln klingt gar nicht gut. Du wirst jetzt nicht krank. Wieso denn? Du hast einen leckeren Salat gegessen. Also, ja gut, okay. Was? Der Witz über die Katze war nur tastisch. Ach so, schnurtastisch. Da wird ja sogar der Hund in der Pfanne verrückt. Melody hat 150 Follower dazu gewonnen. Yeah. Das ist gut. Das machst du ganz prima. Und wieso ist dir denn jetzt so elendig? Wir gehen auch mal von daheim aus arbeiten. Keine Ahnung. Aber vielleicht können wir das verbinden. Er muss drei Sims-Treffpunkte empfehlen. Ja, das passt doch wunderbar. Und damit hätten wir den Mist mal weg und dann könnte er auch mal befördert werden. Yeah. Cool. Okay. So, was lachst du denn so unverschämt, Junge? Ach, ich habe hier immer noch... Ey, was, wie, wo? Das war's schon? Nee, 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 nee. Was willst du da tun? Weglegen? Nee, du musst jetzt nichts weglegen. Und warum ist dir so eklig? Ach, das ist doch blöd. Du könntest mal hier mit deinem Schatzi quatschen. Das ist immer eine gute Sache. Du könntest mal über den Weltfrieden reden, meinetwegen, und den Tag verschönern und vielleicht mal noch einen Witz erzählen. Keine Ahnung. Lustig geht gerade nicht. Okay. Was? Bitten nur Freund zu sein? Nein. Kompliment über seine Kunst machen. Das kannst du auch noch. Ja. Komm. Aufi, hopp, hopp, hopp. Und dann müssen wir gucken, dass wir auf dem Weg sind und da bei dir das Magengekrummel aufhört. Oh, wie lange hält denn das? 4 Minuten noch. Na, was ein Glück. Aber Jost? das kann doch nicht an dem Salat gelegen haben. Sie Der ist doch nicht sind mir schlecht, so oder? gern. Nö, ist normal. Und für Vegetarier geeignet. Ihr Also, Samba-Pony? ja, so schon besser. Ja, wie besor. Ja, Norfa. Aber Lomo. Diego, vergiss das Gögeli. Essen nicht, ne? Ich meine, du Bougie. musst essen. Bertone. Das ist wichtig. Septal. Was wolltest du noch einen Ah, verrückten Plan hier. vorschlagen? Ja, das kannst du Azuk. dann auch mal machen. Azubanga? Über Träume reden? Bambu. Nee, Schweibi. Schweibi. Nein. Einen verrückten Plan vorschlagen. Barovi Sensen. Schon wieder Gorgfriki. abgebrochen, Leute. Es ist... Hallo, du solltest ihr einen verrückten Plan vorschlagen. Ich weiß nicht, warum die momentan die Sachen nicht fertig machen. Hallo, bleib doch mal da. Madame, wo bist du jetzt schon wieder? Was willst du da? Hörst du mal auf. Ach, Mädel, du machst mich wahnsinnig. Warum steht da eigentlich ein Sembawat, Ding in... Ruthay, Galarga, Keine Ahnung. Snoochie, Gungane, Shupaza, So, habt ihr jetzt Antinor, alle genug gefuttert und Brampecia, gemacht und getan? Plava, Keine Ahnung. Ja, komm. Mainfix, Das reicht. Ragamabisi. Aha. Lass dir den Plan vorschlagen und Kahu, dann lass uns losgehen. Fanufiba. Stell hin, Kamar. genau. Und tschüss. Ab geht die Post. Ist mir jetzt egal. Wir haben einfach keine Zeit zu verlieren. So, es geht hier hin. Ab ins Nobelviertel. Mit Schatzi natürlich. Wo ist er denn? Hier. Er kommt mit. Er muss ja auch was tun. So. Ach ja, so ist das. Nix als Arbeit, Arbeit, Arbeit hier. Und meine Maus hängt so dermaßen. Ach herrje.
den Fuseln muss ich die mal wieder. Ja, ja, ja. Irgendwas Pappisches. So. So, besser vielleicht? Ja. Gut. Einen Augenblick. Ich klebe. So, Melody, du musst eine Rede halten. Das machst du direkt. Komm. Kannst du hier mal energiegeladene Rede halten? Jawohl. Das machst du. Und was sollte er machen? Er muss machen was? Drei Sims einen Treffpunkt empfehlen. Ja, das ist doch cool. Oh, guck mal, da sind Protestler. Wow. Hallo. Jay Hunting. Moment, da fällt mir gerade was auf. Ich habe ja hier noch was zu erfüllen. Moment, was haben wir denn überhaupt noch? Jemanden ein Romantikfestival küssen. Ne? Das nutzt mir jetzt gar nichts mit den Protestlern. Schade. Schade, schade. Das wäre es jetzt gewesen. Aber wenn hier Leute sind, dann könnte man denen doch mal einen Treffpunkt empfehlen. Dann stell dich mal freundlich vor, während Melody ihre Rede hält. Vielleicht hören die uns ja dann auch mal zu. Hallo du, Madame. Was magst du denn so? Ich meine, wer bist denn du überhaupt? Und sag mal, könnte mal... Ah, sie ist eine Genießerin, okay. Dann könnte ich dir doch... warte mal, wie geht das jetzt? Freundlich? Nee, warte mal, stopp. Ich kann das nicht, wenn das so schnell geht. Über Kunst reden, tratschen, bla bla bla. Wo war denn das jetzt mit dem Treffpunkt empfehlen? Jetzt tut mir mal echt... Aktionen? Nee, das ist Rundenbilden. Freundlich? Ah, hier, empfehle ihr. Also wenn sie eine Genießerin ist, dann könnte man ihr ja ein Restaurant empfehlen. Das wäre doch dann eigentlich eine ganz gute Sache. Ne? Ich habe da mal was ganz Tolles gehört. Ja, ja. Musst du mal gucken. Mit wem haben wir es hier zu tun? Nee, ich will keine Spende geben. So, okay, er hat ihr was empfohlen. Da kommen noch welche. Ah, hier. Miko, hallo Miko. Ja, das ist toll. Miko könnten wir mal... können wir die auch noch kennenlernen? Komm, dann lernen die erstmal kennen. Und ja. Hallo Miko, wie geht's dir so? Mal gucken, was sie sagt. Hi, ach und da ist Darling. Ah, sie ist ordentlich, okay. Sie ist eine Ordnungsliebende. Können wir dir mal einen Treffpunkt empfehlen? Museum vielleicht. Ein Museum ist immer schön. Und Darling war auch noch da. Ah, so ein Pech jetzt auch. Na gut, wir könnten aber auch hier mal zuhören, dann, ne? Ja, guck mal dazu. Dass wenigstens einer zuguckt. Sie ist verspielt. Wieso bist denn du jetzt verspielt? Du sollst doch eine energiegeladene Rede halten. Ah, immerhin, einer guckt zu. Und wenn es nur der liebe Diego ist, der das aus Mitleid tut. Oh, da kommt noch jemand und hört zu. Das ist ja super. Florian Pauls. Okay, ich glaube, für dich habe ich die richtige Empfehlung. So, warte mal. Aber wir wollen das jetzt nicht unterbrechen, ne? Das wäre blöd. Also gut, wir spulen jetzt einfach mal, solange hier die Leute zuhören, damit Melody ihre Zuschauer hat. Komm, bist du bald fertig, Mädel? Wie lange braucht denn das mit den Reden halten immer? Also ein bisschen kürzer hätte es auch getan, ne? Die halten da ewig Stunde um Stunde reden. Das ist irgendwann langweilig. So, bist du fertig? War es das jetzt? Oh, wie lange hältst du denn noch eine Rede? Ja. Komm, mach schneller. So, Rede fertig. Juhu, halt, stopp. Warte. Du, für dich haben wir noch was. Wir müssen uns mal freundlich vorstellen hier. Und du kannst in der Zeit mal ein paar Leute irgendwie bespaßen. Wo sind jetzt die Protestler hin? Jetzt sind die Protestler weg. Das ist aber blöd. Das ist jetzt aber blöd.
Okay, dann musst du hier reingehen. Na, mal gucken. Ah, da ist einer. Kennen wir den schon? Ja, oder auch nicht. Wir stellen uns mal fröhlich vor. Und ja. Ich muss mich jetzt hier erstmal kümmern. Können wir den ein bisschen kennenlernen? Freundlich. Kennenlernen hier mal da. Dann vielleicht mal. Er ist faul. Okay, freundlich. Einen Treffpunkt empfehlen. Vielleicht. Nachtclub. Halt, 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 halt. Nein! Ehrlich, Leute. Ach, es ist doch zu Mäusemelken. Warum kann man den Leuten auch kein Fitnessstudio empfehlen? Das wäre es gewesen. Tu dich hier mal freundlich vorstellen. Die Statue ist uninteressant. Und dann kannst du der, wenn sie mal... Ach, das müssen wir ja nicht kennenlernen und nix. Komm, auf, hopp, hopp. Treffpunkt. Die findet bestimmt eine Bar ganz toll. So. Ja, ich habe davon gehört. So, haben wir jetzt alles. Yes, er hat seine Arbeiten schon mal erledigt. Das ist gut. Was machen wir dann mit dir? Diego, Diego, Diego. Diego könnte auch mal hier ein bisschen rumlaufen. Komm. Dann geh mal mit geschwellter Brust laufen, während sich Melodie hier um die Leute kümmert und die mit Unfug bespaßt. Komm mal her, wann haben wir da? Unfug machen müssen wir, ne? Also, dann mal Unfug. Erschreck ihn einfach mal. So. Ja. So, das müssen wir mit fünf verschiedenen machen. Okay. Dann stell dich hier mal freundlich vor. Wen haben wir da noch? Okay. Ja, ich will jetzt nicht mit dir quatschen. Tut mir leid, ich habe hier eine große Mission. Ich muss zu vielen Leuten Unfug treiben. Das ist halt so. Hallo. Ach, das ist die Fitnesstrainerin. Die ist ungünstig. Okay. Dann, ah, den kennen wir schon. Okay. Dann mach doch mal das. Ja. Hallo. Sehr gut, okay. Was können wir mit dir machen? Vielleicht mal zur falschen Party einladen. Hat sie ihn jetzt oder hat sie ihn nicht? Oh Gott, ich blicke hier nie durch. Ja, hat sie. Okay, stopp. Nee, lass jetzt mal den Typen links liegen, wer auch immer das ist. Mir mal pieps egal. Die trainiert gerade. Nee, das wäre gemein. Wen haben wir denn da noch? Wer kommt denn da? Hallo. Hatte ich dich nicht eben schon? Jay Huntington? Nee, den kennen wir noch nicht. Auf dann. Stell dich vor. Komm, mach mal hinne und Unfug und erschrecken. Oh, nochmal erschrecken. Yeah, erschreck den Typen. Guck mal da. Oh, das ist so lustig. Zählt das? Jawohl, wir haben wieder einen, der gezählt wurde. So, lass ihn stehen. Wir brauchen die Leute. Oh, guck mal, da ist Miko. Miko können wir auch einladen. Albern. Nach Entbindungstermin fragen finde ich aber echt gemein. Was haben wir noch über Karriere? Zum Flitzen anstiften. Ah nee, aber nicht mit Miko. Aber ein absurdes Gerücht könnte man mal verbreiten. Das ist okay. Komm, lass den Huntington da stehen. Oh nee, jetzt. Ernsthaft. Mädel, komm doch mal her, Mensch. Ich brauch dich. Ich brauch dich für Unfug. Hier, mach mal. Du bist die Letzte. Dann hab ich's. Ja, ich habe da so ein ganz tolles Gerücht gehört. Yeah, wir haben es geschafft. So, war da auch ein Levelaufstieg eben? Ja, Level 4 der Schelmfähigkeit erreicht. Melody kann jetzt mit anderen Sims
Verschwörungstheorien teilen. Sie kann zudem am Computer, was? Kettenbriefe verschicken und das Observatorium benutzen, um Nachbarn auszuspionieren. Yeah. Außerdem kann Melody andere Sims zu Verbrecherkumpanen machen. Das ist schön. Ich weiß nur immer noch nicht, was das eigentlich dann heißen soll, wenn man da jemanden zu Verbrecherkumpanen macht. Aber ist ja nicht schlimm. So, was wollen wir noch machen? Verrückten Plan vorschlagen. Ja, das könnten wir natürlich auch mal machen. Da können wir eine unglaubliche Geschichte erzählen. Und, was können wir noch freundlich, wo hab ich's denn? Mal Muskeln zeigen. Ja, komm, wir haben doch ein paar. Irgendwo. Irgendwo haben wir welche. Können wir mal zeigen. Und du willst einen verrückten Plan vorschlagen. Da. Dann mach das mal schön. Während du da am Machen bist, können wir uns mal wieder um Diego kümmern, der da irgendwo trainiert oder auch nicht. Yay, Level 4 der Fitnessfähigkeit. Okay, was könntest du denn jetzt noch? Ja genau, da wollte ich dich gerade hinschicken. Mensch, Diego, du bist vorbildlich. Du bist echt vorbildlich. Wie siehst du eigentlich so aus? Zeig mal. Wow, richtig heiß. Aber die Beinchen so dünn. Ah, da brauchst du noch ein paar Muskeln. Da musst du noch was tun, ne? Mach dir mal, trainier dir mal ein paar Muckis an. Yeah, und jetzt sind wir energiegeladen. Und beide haben ihre Arbeit super erledigt und wir haben es sogar zusammen gemacht. Also, besser kann es doch gar nicht laufen für ein paar, oder? So, hast du jetzt genug geschwafelt und geschwatzt? Dann solltest du jetzt auch noch mal was tun, Mädel. Ich meine, dass Diego hier so fleißig ist, ist ja schön und gut, aber du musst auch mal noch ein bisschen hier was machen, ne? Du hast auch immer noch ein Bobbes, der, ja, noch ein bisschen Training gebrauchen könnte. So, lass mal Miko alleine stehen. Und ich muss mal, ach Gott, einen Blick auf die Uhr werfen. Wo ist meine Uhr hier? Hallo? Gucken wir mal. Ja, und ich bin schon wieder drüber. War ja irgendwie klar. Aber das macht nichts. Dann haben wir hier ein wunderschönes Bild von unseren zwei Tollen, wie sie hier trainieren. Das behalten wir auch mal gerade so. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß an dem Part. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.